nachdem wir unser Visum verlängert gekriegt haben, haben wir uns überlegt, dass wir uns nicht ausfliegen lassen würden, falls es jemals einen Flieger von hier nach Deutschland geben sollte. In Deutschland eskaliert die Situation gerade. Hier ist alles ruhig. Hier wurden schon Ende Januar die ersten Maßnahmen getroffen, als in Deutschland noch der Karneval getobt hat. Wir haben uns diese Wohnung hier für einen Monat gemietet. Mitten im Grünen, ganz ruhiges Wohnviertel, lauter gemütlichen Ecken, schöne Küche, können endlich mal was anderes kochen als immer nur Fleisch mit Teig und können hier, denke ich, die Zeit, bis die Grenzen sich wieder öffnen, ganz gut aussitzen.